Ja, du hast schon gesagt, du bist ja zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Ist da ein Stein vom Herzen gefallen, was du gehört hast? Stein, aber Oberstein, ja. Ein Epstein. Kein Udo Jürgens, sondern ein Epstein ist mir vom Herzen gefallen, ja. Ja, weil das andere hätte die Sendung disqualifiziert. Ja, diese funny Anrufe von Leuten, die das also lustig finden, einen weiterzunehmen, der da jedes Mal die entertaint durch seine schlechte Performance, die haben nun leider heute nicht die Oberhand gehabt. Und ich bin so froh darüber, weil es die Sendung rehabilitiert, die Sendung unterstützt und die Sendung wirklich für mich auch gerettet hat, dass jetzt wirklich im Finale die besten drei stehen. Es kann immer passieren, war in jedem Land so. Ich habe das gesehen in Tschechien, Slowakei, ich habe das in Italien gesehen, in Spanien, in Amerika, ich lebe in Amerika, Strictly Come Dancing oder in America Dancing with the Stars, in England Strictly Come Dancing. Ich habe das alles gesehen, dass da Leute weiter waren, die irgendwie Comedians waren, die beliebt waren, wo die Leute angerufen haben. Aber am Ende waren dann doch immer die besten drei im Finale und das sind die besten drei und ich weiß noch gar nicht, wer da jetzt für mich der Beste ist. Das finde ich auch spannend, dass ich sage, also ganz klar, der jetzt und dann der ist der Zweiter, der ist Dritter. Kann ich nicht sagen. Das wird ja, heute fand ich jemanden besser als den anderen wie letztes Mal von den dreien, ja. Und dann wird man das sehen. Das wird sehr, sehr spannend und sehr interessant und die müssen sich alle gut vorbereiten, ne? Was freust du dich beim Finale? Ich freue mich beim Finale auf meinen österreichischen Gehrock, den die Grazer Modeschule mir in einem Projekt für die Modeschule genäht hat. Der ist heute angekommen, also ein sehr österreichischer Gehrock, also Franz Josef. Ich sehe also aus wie Franz Josef, da fehlt noch die Sissi, dann nehmen wir die Dame als Sissi daneben. Und da freue ich mich drauf. Ich komme also sehr traditionell österreichisch da aufs Podium nächste Woche. Der ist gerade angekommen. Ich habe den angeprobt, passt perfekt und das hat die Modeschule mir quasi geschenkt. Ja, Stefan Betzen ist draußen.